Hallo liebe Zuschauer zu einer neuen Folge von Wo was los ist und willkommen in meinem bescheidenen Reich. Ich bin mal wieder fleißig am Backen, allerdings backe ich diesmal keine Plätzchen, sondern eine dicke fette Pizza, denn ich erwarte heute noch Besuch. Was Sie so am Wochenende mit Ihren Freunden unternehmen können, das sehen Sie jetzt in den Veranstaltungstipps. Nun, wo auch Deggendorf endlich weiß in weiß erstrahlt, zieht es doch alle an die frische Luft. Und damit einem nicht langweilig dabei wird, gibt es in Langendorf im Bayerischen Wald ein Zugschlittenrennen. Schon vor 25 Jahren hat diese Tradition begonnen. Leider wurde die Veranstaltung schon ein paar Mal abgesagt wegen zu wenig Schnee. Das kann dieses Jahr auf jeden Fall nicht vorkommen. Und so sollten Sie am Samstag am Kernhang vorbeischauen und die tollen alten Holzschlitten begutachten. Erste spektakuläre Veranstaltung abgehakt. Nun gibt's was für die Honigliebhaber oder Tierfreunde. Am Samstag wird man in die Lehre der Imkerei eingeführt. Neben Grundwissen über die Lebensweise der Honigbienen werden zahlreiche Informationen über den Beginn einer Imkerei sowie über praktische Pflege der Bienenvölker vermittelt. Samstagabend wird aber sicherlich auch keinem die Langeweile überkommen, denn jedes Wochenende werden jetzt wieder begehrte Bälle veranstaltet, wo man das Tanzbein schwingen kann. Wir beginnen mit dem Metzgerball in Straubing. Einlass ist um 18.30 Uhr in der Josef-von-Fraunhofer-Halle. Der Eintrittspreis steht noch nicht fest. Die Deggendorfer wollen aber natürlich auch ein Tänzchen wagen. Und dazu haben sie auch die Möglichkeit. Denn in der Stadthalle 1 ist der traditionelle Bauernball. Beginn ist um 20 Uhr. Beim Thema Bewegung bleiben wir auch gleich. Denn in Greising findet ein Jugend-Ski- und Snowboard-Tag statt. Dort gibt es dann einen Wettbewerb mit einem leichten Riesenslalom. Nach zwei Durchgängen wird das beste Ergebnis gewertet. Siegerehrung ist im Gasthaus Tannerbauer in Mietraching. Alle frisch Verliebten oder schon länger Verliebten können sich ein paar Inspirationen auf der Hochzeitsschau im Kolpinghaus holen. Informationen gibt's über Brautkleidermode bis hin zu Schmuck und Kosmetik. Von 11 bis 18 Uhr sind unter anderem auch Blumen Artmeier, Heidis Frisierstüberl, Karl Wiedmann Wachswarenfabrik und die Gärtnerei Hartmann vor Ort. Nach der Pizza bin ich mit Sicherheit so satt, dass ich für nichts mehr zu gebrauchen bin. Also werde ich ins Kino gehen und zwar ins Lichtspielhaus in Deggendorf. Da läuft nämlich gerade ein ziemlich guter Film, der heißt Ziemlich beste Freunde und handelt von einer ganz besonderen Männerfreundschaft. Ihnen wünsche ich ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Servus und bis bald.